Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Hier habe ich die Glossybox Young und die packen wir jetzt zusammen aus. Das ist der erste Blick in die Box. Jetzt machen wir das Schläuchchen auf. Und dann haben wir ein Flyer. Young Beauty Smells Like Summer Edition. Ab sofort gehst du duftend und maximal strahlend durch den Spätsommer. Denn die neuen Must-Haves deiner Glossybox Young Beauty sorgen für strahlenden Teint und ein rundum duftendes Pflegeerlebnis. Glücksgefühle inklusive. So werden deine letzten Sommerwochen einfach unvergesslich und zauberhaft schön. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Young Beauty Team. Und hinten drauf steht, was Schönes drin ist. Machen wir mal auf. So. Dann ist einmal drin ein Deo-Spray von Rexona, das All Day Protection to Move More. Fruchtspin Antitransparent. Dann mal logisch getestet. Bin ich mal gespannt. Es riecht nicht schlecht. Nicht so streng dadurch, sondern richtig. Richtig angenehmer Duft. Das war jetzt einmal. Dann haben wir drin. Oh, Entschuldigung, apropos. Rexona kostet Originalprodukt 1,89 €, 150 ml. Dann haben wir hier von Batiste sofort frisches Haar ein Trockenshampoo. Fruity and Cheeky Sherry, 50 ml. Das kostet in der Originalgröße 1,99 €. Die ist sogar eine Originalgröße. Bin mal gespannt. Eigentlich nehme ich gar keine Trockenshampoos, aber huch. Riecht aber ändert noch Wassermelone. Aber okay, der Duft ist nicht schlecht. Ich probiere es mal aus. Dann haben wir drin Orisa Beauty Opalin Volves Highlighter 6,5 Gramm. Ui, 22 Euro kosten 8 Gramm. Und hier sind 6,5 Gramm drin. Ein Highlighter. Okay, das muss ich jetzt erstmal aufmachen. Gucken, wie ich es aufkriege. So, machen wir es mal auf. Okay. Wenn wir das jetzt abdrehen, abziehen. Ja, es ist zu. Aha. Das sieht so aus. Nehmen wir ein Stück hoch. Okay, ein bronzefarbener Highlighter. Aber dezent. Sieht nicht schlecht aus. Kann man mal ausprobieren. Dann ist drin schip, Tasty Donut von Bilou 2 in 1 Body Spray. Das würde kosten 3,95 €, 150 ml. Da steht da. Da steht, ab sofort begleitet dich der Duft frisch gebackener Donuts überall hin. Fruchtiger Erdbeerzuckerguss, Entschuldigung fürs Wackeln, mein Vogel meinte, er müsste wieder herkommen, obendrauf. Doch dieses sanfte, pflegende Körperspray kann noch mehr als köstlich duften. Es sorgt im Handumdrehen für geschmeidige Haut und kann durch seine spezielle Wirkstoffkombination auch als mild pflegendes Deo verwendet werden. Wow, okay. Bin ich mal gespannt. Oh, das riecht gut. Aber das riecht nicht nach Donut und Erdbeerzucker, es riecht nur nach Erdbeer. Das ist mal. Oh, jetzt habe ich es nass gemacht. Aber das riecht gut. Also, wow. Okay. Auch ein sehr guter Duft. Ups, war zu viel. Doch, riecht wirklich nach Erdbeere. Oh, das riecht gut. Mmh.
Ein sehr guter Duft. Muss er reiben. Und ein dezenter Duft, wenn es verrieben ist. Aber schön. Ja. Dann haben wir von Be Natural ein Mango Lip Balm. Mango Lip Balm. Das scheint ein Goodie zu sein, weil da steht ja nicht drauf. Keine Ahnung. Okay. Gucken, ob es nach. Ich krieg's gar nicht auf. Ach, keine Wunder. Das, wenn es zu beklebt ist, kann man nichts aufkriegen, ne? Um zu riechen. Wenn es zugeklebt ist, kriegt man nichts auf. Na, jetzt. Riecht aber nicht wirklich nach Mango. Verstehe ich was anderes drunter. Und ist fest von der Konsistenz. Sehr fest. Okay. Und da hängt noch was dran. Gar nicht richtig runtergegangen, wie es aussieht. Ach, mache ich später ab. Na, jetzt geht's. So. Okay, kann man ja mal ausprobieren. So ist es ja nicht. Ich habe jetzt einen Lippenbalsam von weiß ich nicht, aber mit Sonnenschutzfaktor 50 plus. Okay. Also ein Lippenbalm, wo angeblich nach Mango riechen soll. So, dann haben wir einmal eine reinigende Peel-off-Maske mit Shine Like Star. Da ist Glitzer drin. Bioaktivkohle und Black Quinoa. Die kostet jeweils eine Maske 1,49. Da bin ich mal gespannt. Oder oh, sind sogar Sterne glitzert. Seht ihr das? Da glitzert mein Gesicht ohne Ende. Dann haben wir noch eine, auch 1,49. Auch mit Glitzer. Perlenextrakt und Pink Pomelo. Glättet die Haut, strahlender Teint, Selfie-Look. Aha. Aufhellende Peel-Off-Maske. Bin ich mal gespannt. Ich liebe ja Masken. Wir haben einen ganzen Karton von Masken. Meistens habe ich sogar doppelt oder dreifach manche, aber okay. Und dann war wieder eine Probe drin von Hawaiian Tropical oder Tropic Sun Protection Ultra Radiant mit 15 Lichtschutzfaktor 15 und Sprachfehler dazu. In der Farbe Medium. Bin ich mal gespannt. Ja, und das war's auch schon wieder. Ach doch, da steht er ja. Das ist aber groß gemachtes Bild. Der Lip Balm kostet 2,99, Alter. Das hier kostet 2,99. 4,2 Gramm. Wenn man blind ist, sollte man besser gucken. Trotz Brille. Aber okay. Ja, das war's jetzt auch schon von der Glossy Box. Hier ist ein Pro-Perfection drin. Dann die zwei Peel-Off-Masken, das Rexona-Spray, das 2-in-1 Körperspray, das Trockenshampoo, der Highlighter von Oriza Beauty, kenne ich überhaupt nicht die Marke, und dann von Be Natural in Duftrichtung Mango, der Lip Balm. Da könnt ihr noch mal alle Produkte auf dem Flyer sehen. Jo, und das war die Young Glossy Box Young Beauty. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Micha.